Hallo zu meinem neuen Bastelvideo für Weihnachten. Das hört man vielleicht. Ich schon wieder Puzzle da nicht. Aber nein, halt basteln wir noch was. Ups. Ah, okay. Das sind die Sachen, die zwei haben wir schon gemacht. Die haben meine ganzen Sterne-Bastelbücher da noch da liegen. Weil es erst wegkramen wir miteinander wieder. Also den haben wir schon gemacht, den haben wir schon gemacht und einen Fröbelstern haben wir auch schon gemacht. Sogar einen ganz großen für einen Adventskranz. Und einen kleinen, ganz normalen haben wir auch miteinander bastelt. Das war nicht den, aber den da. Das heißt, mein Projekt wird immer mehr und mehr. Jetzt werde ich wahrscheinlich einen solinen Stern auch hier links sein. Den da ist der da. Ups, ab. Das ist der da. Einfache Falttechnik mit einzigartigem Ergebnis. Jein. Also das ist Origami-Falten und dieses Papier ist auch so Papier. Aber wenn es einfach zum Falten ist und man viel damit machen kann, ich bin momentan noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das ist einfach. Und ich bin begeistert davon. Ich finde es zwar schön und ich finde es auch schön, dass man das wieder so Kerzenständer verwenden kann. Aber es war schon nicht unkompliziert, den zu machen. Ich habe mir schon mal herzeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich herzeige, also die Technik herzeige. Das würde ich tatsächlich jetzt einmal davon abhängig machen. Dass es mir sagt, mal, wie funktioniert denn das? Ich möchte es unbedingt zeigen, wie man einen so einen Stern basteln. Und einen Stern basteln. Auch glaube ich, dass man mit Origami-Papier schaut, wenn man welches daheim hat, ist das voll super, weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen was und eigentlich ist das nur Falten. Das heißt, ich brauche da nicht kleben. Das ist wirklich, wirklich günstig. Also für mich, weil ich klebe nicht gern. Aber es ist natürlich auch so, dass ich wahnsinnig viel Papier brauche und wenn ich nicht diese kleinen Papiere habe, dann werden die Sterne ja nur größer und ich habe schon überlegt, ob ich es kleiner mache, damit ich kleinere Sterne mache, weil mir das eigentlich zu groß ist und zu dick und ich bin mir nicht sicher, ob das mit kleinen so gut funktioniert, das muss ich selber erst mal ausprobieren. Das Heftel habe ich mir wirklich erst neu gekauft, deswegen bin ich noch gar nicht sicher, ob ich den so richtig weiterempfehlen kann. Ich habe mir mal ein Set mit Lampignons und so Papierstreifen dazu gekauft, zum Lampignon-Origami-Papier basteln. Also so Lampignons. Aus Papier-Lampignons basteln. So Runde halt. Wo man dann Lichtleine tut und dann kann man es. Ich habe das Papier, das eine Papier, das wirklich so durchscheint, das sieht man ja öfter, aus dem oft Lampen hergestellt sind. Das ist, wenn man es fällt und zu lang fällt, also zu oft fällt und zu genau fällt, dann oder zwei, drei Mal drüber fällt und auf einmal reißt es. Boah, ich habe zwei Papier dabei, dass das relativ gut funktioniert, aber das ist echt schwer. Du musst die Faltungen so genau machen und ich glaube, bei dem dann, da ist es sehr ähnlich. Deswegen würde ich das erst, ich weiß nicht, machen, wenn ich weiß. Das ist gut und für Fortgeschrittene empfehlen wir das jetzt auch nicht. Also ich möchte schon was machen, was jeder ein bisschen machen kann. Ich habe keine Lust, Spezialinteressen nachzukommen. Das ist so ein ja, ich glaube zwar schon, dass das ganz nett ist und dass ich viele Sterne rauskriege, die wirklich schön sind. Also mir gefällt der ja auch schon ganz gut, obwohl mir ehrlich gesagt, ich stehe mir nicht so auf so große Sachen. So, ich mag, wenn es kleiner sind, wie gesagt, der war ja auch selbst konstruierter. Die sind von der Vorlage auch so groß. Aber das machen wir nur, wenn sie sagt, wenn sie es in die Kommentare einschreibt, bitte, bitte, bitte bastelt mal sowas, dann mache ich das auch noch, sonst lasse ich das. Genau. Dann haben wir eigentlich nur mehr den Papierschneeflocken zum fertig, also zum Faltenausschnitten fertig. Da sind ganz viele Motive drinnen. Das habe ich mir voriges Jahr gekauft, das hat mir eins gekostet. Da habe ich mir einfach schon ein paar ausgepasst. Und
ich möchte euch auch nicht eins sagen, da schaue ich jetzt einmal durch. Also schauen wir mal von den Dingen her durch und dann schauen wir vom Papier her durch und dann machen wir vielleicht von jeder Faltung an, aber ich weiß noch nicht genau. Vielleicht machen wir so die gleichen Papier, vielleicht das nicht. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Tja, und wie gesagt, das ist wieder so, es sind 50 Vorlagen und zwei Größen. Das heißt, ja, man kann ein größeres Papier machen, aber ich habe eben das Origami-Papier in dem, da braucht man auch ein viereckiges Papier. Ja. Genau. Das hat immer zwei verschiedene Größen drin und hat ganz. Aha. Das hat beim Thalia einen 1 gekostet. Und da steht 10 Preis drauf. Oh ja, okay. Haben sie einen Rabatt gekriegt, weil sie öfter was verkaufen. Ja, wir machen da von jedem Ding eins, glaube ich. Das sind eh 2, 3. Und ich kann euch ein bisschen zeigen, wie die ausschauen. Obwohl sich andere, wie gesagt, probiert die aus. Wenn ihr das Gefühl habt, es kommt damit zurecht und es ist lustig, dann kauft euch bitte selber das Heftel. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, ey, das ist so schwer und wenn ich die ganzen Dinge da anschaue, die sind relativ kompliziert, also die sind auf dem Cover drauf. Das bringe ich so sicher nie zusammen. Hilfe! Dann kauft es euch was nicht. Ich zeige euch, glaube ich, ein paar, die zum Beispiel die Schneeflocken da. Genau, da habe ich ja die Vorlage dafür schon ausgepasst. Genau. Die ist eher ein bisschen schmaler, da haben wir mal einen. Der da ist der da. Aber ehrlich gesagt, der gefällt mir nicht besonders gut, außerdem ist sehr eng gefalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal probiere. Vielleicht machen wir so einen nochmal, sonst schaue ich, vielleicht finde ich noch eine Vorlage, die mir besser gefällt. Aber das, da muss ich ein bisschen schmökern, also das mache ich wieder ein bisschen auf Kamera. Dann sind da sieht man den, die Sterne. Da. Der Vorlage. Wahrscheinlich sieht man das gar nicht gut, das ist der da. Der da. Den da habe ich, glaube ich, gar nicht da. Das heißt, vielleicht habe ich mal die Vorlage erst gemacht und noch gar nicht bastelt. Das heißt, so einen machen wir auf jeden Fall auch. Der gefällt mir nämlich voll grundsätzlich vom Ding her, obwohl er zum Ausschneiden scheiße ist. Furchtbar scheiße. Ich habe mir da zu dem Basteln so ein Skalp gekauft, aber ganz ehrlich, die Spitzen funktioniert nicht, das ist sehr, die Klinge tauschen, aber es wurscht. Wir schauen, dass wir alles so weit es geht mit einer sehr dünnen, feinen Scherschnein. Das ist einmal eine Solino-Schere, das ist eine Papierschere. Die meisten Sachen habe ich versucht mit Einritzen, mit Dingen und ich habe ein paar Mal drum da, aber ehrlich gesagt, manchmal ist es sogar gescheiter, wenn man tut sich gar nicht zu viel an und schneidet einfach mit der Schere. Das mache ich diesmal auch. Wie gesagt, ich trage bei so viel. Also. So, dann schauen wir mal das Papier an, welches wir haben wollen. Also ich glaube, so Steampunk-Fan, wir nehmen eins von dir da. Vielleicht finde ich da ein Motiv, das passt, sonst nehme ich die Blätter da. So. Dann nehmen wir das Rosenpapier für die Blätter. Ja, das nehmen wir. Und für den Schneeflocken braucht man irgendwas, was vielleicht ein bisschen weiß ist. Dann nehmen wir entweder das. Ne, das geht nicht mehr. So. Irgendwas. Nehmen wir das da, das schaut viel schön aus. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Das ist so wie die Dinger da drinnen, aber ich mag es aber nicht aus. Das ist ja auch super. Nehmen wir ein Blumenpapier zum Schneeflocken bauen. Schneeflocken machen. Ja, da ist nur ein Ding drin, ein Karton. So, ich muss mir das jetzt irgendwann nochmal zusammensortieren. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt
Jetzt macht man sich für da noch eine Vorlage. Jetzt schauen wir noch eins, was für das Steampunk-Ding gut funktionieren wird. Dann schaue ich mal, wie die Faltung ist. Also grundsätzlich kann man Sterne mit 8 Faltung machen, mit einer 10-fach Faltung, mit einer 12-fach Faltung und mit einer 16-fach Faltung. Ich werde jetzt die eine Schablone auf Kamera schneiden und eine mache ich auf Kamera die Zeichnung drauf und dann schneiden wir es miteinander aus. Aber ich schalte jetzt kurz die Kamera aus, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. So, da haben wir ganz schön kompliziertere ausgesucht, ganz ehrlich. Puh. 16-fach. Die 16-fach habe ich jetzt ausgeschnitten. Ich kann es mal ganz kurz sagen, so schauen die Seiten aus. Da sieht man für zwei Größen, das heißt, das ist die kleine Größe, die größere Größe ist, wenn man mit einer 4-Seiten-Arbeit und dann abschneidet. Das heißt, die werden dann dementsprechend größer. Die Faltung, wie gesagt, man kann 6-fach falten, 8-fach falten, 12, 16-fach falten. 16-fach sieht man eben sehr schmale Streifen. Und man sieht dann auch, dass das Arbeiten gar nicht so leicht ist. Also da bin ich noch neugierig, ob das gelingt, dass man das so übertragen, wie das haben will, weil das schaut sehr. Also ich versuche es selber abzubausen, indem man das Papier drüber legt und versuche die Linien drunter zu sehen, das sind rote Linien, also das geht meistens ganz gut. Dann versuche ich die Schablone auszuschneiden, weil wann man was macht und wie wir es ja eh öfter haben manchmal und wenn was gut gelingt, dann vielleicht nur mehr und deswegen. Also versuche mit Hand übertragen, mein Bleistift ist jetzt auch nicht besonders spitz, ich glaube, ich werde mir spitz sagen müssen. Ständig muss ich mir irgendwas bringen. Und das hat so eine, also das habe ich gar nicht gescheit gebraucht, das zum Durchbausen ist gar nicht so einfach gewesen. Und zum Ausschneiden, also ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich die Ausschnitt, die Sachen, wo ich versuche, das auszuschneiden, stark verschnüren müssen, weil Postmals hat das wird dauern, bis man das ausschneidet. Das ist immer so dieses, ja, wenn man anfangen, also wenn man. Wenn man öfter mal was ausschneidet, dann weiß man schon, dass man meistens versucht, das Papier zu bewegen mit der Schere und wenn es da in die Dinge reingeht, man schneidet eigentlich über ganz gern hinten, nicht vorne an der Spitzen, weil meistens schneiden die Scheren auch gar nicht an die Spitzen so gut. Und dann schneidet man wie vor beide Seiten da in so Spitzen rein, weil man im Endeffekt lernt man das mit der Zeit eh von selber. Das braucht einem keiner zum Erklären, wie sie schneiden haben. Wenn sie so dick beieinander sind, dann wird das so schon nochmal eine Spur herausfordernder sein, weil man, da schneidet man ja gleich 2-3 Schichten. Und ein paar Stellen darf man die Faltung durchschneiden, weil man will ja dann das zusammenhalten. Da an der Stelle zum Beispiel, da habe ich das auch mal gehört, dass dann die Stelle da herunten überhaupt und da hoch oben auch. Das wird nur lustig. Von der anderen Seite schneide ich es umgehen, wenn man das durch die Schar, dadurch, dass die Schar den Schnitt verdeckt, sieht man nicht unbedingt. Außerdem muss man manchmal da rein. Wenn man zwei Ecken hat. Die Schablone ist natürlich jetzt besonders dünn und man muss halt eigentlich nur ein bisschen mehr aufpassen. Ich versuche da ein bisschen und natürlich Schablonen sind halt auch. Wenn man es genauso dick macht, wie es angezeichnet ist, dann kann es schon sein, dass man es mit dem Bleistift übertragen auf ein Ding wieder
wieder das Problem hat. Dass man es dann nur mal ein bisschen größer macht und ja. Es ist auch, ich glaube auch, die Schablone nicht gut abzeichnet. Mal schauen, dass ich ein paar. Wenn man sieht, dass ich schnell von der Schablone schon ganz schön lang brauche. Das heißt, das wird tatsächlich gar nicht ohne sein, dass man, wenn man das Papier dann beieinander hat und dann schneidet, dass das dann ganz schön viel Zeit und Mühe ausartet, dass das auch schön ist dann. Das muss da überall durchgeschnitten werden dann. Das ist auch so ein Ding, dass man da rein muss. So einfach ist, dass man da drinnen schnipselt. Natürlich darf man nichts durchschnipseln. Und ich sag das. Ich sag's euch. Genau. Ich habe jetzt auch ein paar Mal die Diskussion mit du und, aber ehrlich gesagt, das ich sprich Leute einfach immer gern mit dem Namen oder persönlich. Ich habe sehr viel mit du.